Ja, Leute, das wäre wohl viel, viel besser, wenn ich mir jetzt davon eine Skizze zeichne. Mit meinem Schreibstock. Ha, wunderschön, so. Ganz kurz und knapp machen wir die mal. Muss ja nicht perfekt aussehen. So, und jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Es sind Spalten. Genau, es ist. Es wurde untergegliedert in Spalten und Falten. Genau, Spalten und Falten. Nein, in Spalten und Reihen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Es hat drei Spalten und eins, zwei, drei. Ja, ich gucke hier gerade auf mein Blatt, was ich gezeichnet habe. Genau, es besteht aus drei Reihen und zwei Spalten. Mal schauen, wenn wir die Ansicht mal von hier nehmen, nicht so, sondern genau so, dann müsste Nummer 1, dort wo die römische 1 gezeichnet worden ist, müsste es 8 sein. Schreibe ich mal auf. Nummer 2 müsste aus dieser Perspektive 4 sein. Nummer 3 ist hinter Nummer 1 und Nummer 3 wäre dann 7 an dieser komischen Leiche, die vorhin hier so gestöhnt hat, ganz leise. Dann hätten wir schon mal den Code 347 und der Rest ist, müsste die 4 hier sein, bei der 6. Ui, so. Das sieht mir aber mehr aus wie eine, Moment, genau, Heather, jetzt stehst du einfach davor, wie eine 61. Ich denke, es ist eine 60. Ja, natürlich ist es eine 60. Nein, ich denke, es wäre eine 6. Laut dieser Skizze, genau. Wir standen, das kann ich euch jetzt nicht zeigen mit dem Finger, klar. Ich meine jetzt einfach nur, wir standen dort, wo die römische 1 war. Dort war nämlich der Eingang vom Fahrstuhl. Und den haben wir jetzt so in diesem Raum geguckt. Also müsste der Code für dieses Spiel nun Nummer 1 war 8. Drin, drin, drin. Nummer 2 war 4. Dann war es Nummer 3 die 7. Und hier war es die 6. Yay! Genau, sie ist offen. Wuhu! Das ist super toll. Jetzt werden wir mal reinschauen, was in diesem Ofen alles Geheimnisvolles drin versteckt worden ist. Ich habe einen eingeäscherten Schlüssel. Oh, wie interessant. Hier drin ist nichts außer etwas Asche. Oh, ein bisschen Asche und Alfredo-Pizza. Yeah. Nein, okay. Gut. Wir haben nun einen eingeäscherten Schlüssel. Ups, ich wollte eigentlich die Karte aufrufen. Genau. Jetzt müssen wir ganz kurz schauen, wo wir eine abgesperrte oder abgeschlossene, nicht zugängliche Tür hatten. Hier konnten wir sowieso nicht rein. Werden wir mal zurück erstmal zum Speicherpunkt gehen. Wir haben nämlich auch eine komische Tüte eingesammelt. Mit dieser Tüte müssen wir jetzt was ganz, ganz Bestimmtes, ja, bestimmt. Oh, ich habe vergessen, in welches Stockwerk wir gehen mussten. Nochmal raus. Ich weiß nicht mehr, in welchem Stockwerk der Speicherpunkt lag. Ach so, im dritten. First, second. First, second. Third, genau, am third floor. Hier im dritten Stockwerk. Dum-di-dum-di-dum. Ach, ist das nicht wunderschön. Ein wunderschöner Tag und wir verbringen den Tag mit einer Fahrstuhlfahrt. Woohoo! Was Besseres kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, denn die Technologie ist gruselig. Oh, habe ich mich gerade erschreckt. Da liegen ja noch die Leichen, genau. Ich dachte gerade, das ist wieder irgend so eine Leiche. Na, Leute, könnt ihr euch noch erinnern, was in diesem Raum drin war? Im Storeroom war der Horror Mirror drin. Genau. Sieht wie ein normaler Spiegel aus. Ja, leider ist es aber gar keiner, ne? Diese magische Kraft hatten wir schon durchgesehen. Genau, und jetzt werden wir nochmal zurückgehen. Moment, wo sind wir hier? Ach so, genau, ich dachte schon. Hier war der Raum mit diesem komischen Mann, also mit der Leiche, die von der Decke hing und ausgeblutet hatte. Genau. Ob ihr es glauben mögt oder nicht,
Da hängt eine Leiche von der Decke. Gut, den Rest hatten wir schon mal vorgelesen. Also den hatten wir schon mal zusammen gelesen. Und ob ihr es glauben mögt oder nicht, wir müssen wirklich diese Plastiktüte, eine völlig gewöhnliche, durchsichtige Plastiktüte, fand sie in einem Mülleimer im Umkleideraum. Die müssen wir jetzt verwenden. Ich habe die Plastiktüte mit Blut gefüllt. Ich habe eine Plastiktüte mit Blut. So, jetzt, was sagt sie dazu? Dazu sagt sie gar nichts mehr und komischerweise hat Heather sich die Hände nicht ein Stück dreckig gemacht, obwohl sie Blut angefasst hat. Das ist super toll. Plastiktüte mit Blut. Ich habe sie mit Blut aus dem Behandlungsraum gefüllt. Ich trage sie nur ungern mit mir herum. Ja, ist irgendwie auch schon komisch, wozu man eine Tüte mit Blut braucht. Aber egal, wir werden zurück in den Raum gehen und nochmal abspeichern, falls jetzt irgendwas kommt. Wie bitte? Wo ist denn hier das Schloss kaputt? Bitteschön. Wo war unser Raum? Hello. Räumchen 01483. Wo war unser Raum? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde ihn nicht mehr. Ach so, da. Ja, genau. Wir laufen erstmal schick am anderen Ende des Flurs und dann finden wir. Genau, hier war unsere tolle Hand. Hier war unser Speicherpunkt. Hier muss ich nun alles kommentieren, wo alles war. Auf neuen, neuen Speicher. Platz, so. Gut. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz auf die Karte, wo diese abgeschlossene Tür war. Oh, genau, da sehen wir es. Der Dayroom. Seht ihr? Da unten ganz dick und fett in rot markiert. Wow. Das heißt, wir müssen in den First Floor gehen mit dem Fahrstuhl. Nochmal zurück, also in unseren super tollen Aufzug. Yeah! Und die Musik ist hier irgendwie ein bisschen komisch. Und ich denke immer wieder, dass trotzdem noch diese Gegner hier durch die Gegend rumirren. Ich weiß auch nicht warum. Okay, so. Im First Floor, habe ich gesagt, genau. Ja, ist ja nicht so weit. Sind nur zwei Stockwerke unter uns. Dumm. So. Wie bitte? Was macht eine scheiß Krankenschwester hier unten? Ich glaub's nicht. Okay, wir müssen die Taschenlampe ausmachen und wegrennen. Ganz schnell wegrennen. In den Dayroom. Wo war der Dayroom? Der war hier hinten. Ja, los. Rein da. Was ist hier los? Ich hab Angst. Ich höre komische Geräusche. Hier ist noch ein Monster. Da hinten ist eine Krankenschwester. Okay, komm her. Sie ist orientierungslos. Seht euch das an. Sie läuft im Kreis umher. Sie weiß nicht, wo wir sind. Sie sieht zwar das Licht, aber ist schon lustig. Mit welcher Waffe werden wir uns nur ausrüsten? Oder mit welcher Waffe sind wir ausgerüstet? Gegen diese Krankenschwestern sind wirklich die Katanas am besten. Wir beobachten sie mal noch kurz in ihrer natürlichen Umgebung. Oh, sie kommt näher. Sie hat uns gewittert. Sie hat ihr Opfer nun gesehen und... So, du wirst uns nicht töten. Wir werden dich nämlich fertig machen, na? Wie gefällt dir das? Spür die Klinge des Zorns. So, und tot mit dir und weg. Ja, so schnell kann das gehen, wenn man gegen mich und... Nee, wenn man gegen mir und Heather ankämpft. Ganz einfach. Easy peasy. Easy going. So. Wunderschön. Seht mal, auf der anderen Seite gibt es noch irgend so ein Teil. Da waren wir aber noch nicht. Oder waren wir da schon? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt weitergehen. Mal schauen, was uns... Ja, natürlich. Das ist so klar. Das ist so klar vom Feinsten. Ich habe Angst wie sonst was. Was steht denn hier? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Wunderschön. Hier laufen so richtig tolle Monsters umher. Und ich... Denk nur an Krankenschwester. Scheiße, nein, du gehst weg. Und ich denk nur so an die Notiz zu lesen. Das war gerade lustig. Auf jeden Fall. Oh Gott, zwei Nurses. Zwei Krankenschwestern. Hallo, ihr könnt uns mal am Arsch lecken, klar? Ganz einfach. So, nein, du wirst uns nicht töten. Du wirst vorher sterben. Ganz einfach. Seht ihr, wie das geht? Einfach mal draufkloppen. So viel, wie es nur geht. Ups. So. Wunderschön, da liegen zwei Krankenschwestern separat nebeneinander. So, und hier hat sie gerade was gelesen. Da ist etwas auf den Bahnsteig. Das ist ein Bahnsteig. Zu dünn, um ein Mensch zu sein.
Ich werde aber wohl nicht so weit gehen, um das Tuch wegzuziehen, um nachzusehen. Sie meint wohl eher, dass es eine Trage ist. Stimmt, da ist wirklich etwas Schmales drunter. Aber doch gar kein Bahnsteig, na, das war ja gerade lustig. Was ist das eigentlich für ein Raum? Hier gibt es einen Gesundheitsdrink. Oh mein Gott, was war das gerade eben? Da hatte wohl gerade jemand ein bisschen Hämorrhoiden oder so. Yeah, Actimel Drink! Actimel! Aktiviert Abwehrkräfte. Wir haben noch einen Erste-Hilfe-Kasten und noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Sind das Geburtstagsgeschenke? Naja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das war cool, Heather. Das hat sich super toll auch noch gereimt. Außerdem, wenn ich das Zeug jetzt nicht brauchen würde, hätte er es mir nicht gegeben. Diesen verrückten Typ, meine ich. Genau, denn ich kenne ja das Spiel. Ich spiele dieses Spiel nicht blind. Moment, hier liegt noch was. Da liegt etwas auf dem Boden. Ist das eine Geburtstagskarte? Herzlichen Glückwunsch zum 38. Geburtstag. 14 plus 7 plus 17 ist 38. Keine Ahnung, ich habe gar keine Lust nachzurechnen. Aber das ist nicht mein Geburtstag. Echt? Ja, an der Mauer stand ja auch gerade herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Auf jeden Fall hat es damit auf sich, dass dieser verrückte Typ, der uns vorhin angerufen hatte, der meinte ja, du kannst das bekommen, was du brauchst. Was hast du am meisten? Jemanden Schmerzen zuzufügen oder Schmerzen zu erleiden? Und es ist ganz bestimmt, ups, genau so, und es ist aufs Spiel abgestimmt. Wenn wir zum Beispiel super viel Heilung hätten, dann hätte uns das Spiel, also sozusagen dieser Typ, hätte uns dann genug Munition gegeben. Da wir aber wenig Heilung hatten, hat er uns mehr Heilung gegeben. Und wir werden uns jetzt mal gleich heilen. Wirklich, das brauchen wir. Okay, so. Ich hoffe, das habt ihr jetzt ein bisschen so verstanden. Und ich habe es verständnisvoll erklärt. Wir gehen weiter ins Gefecht. Mit der Hoffnung nicht... Ah, scheiße. Wir wurden umgeworfen. Wir müssen jede Tür jetzt ausprobieren. Da hinten ist eine fucking Krankenschwester. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du lässt uns in Ruhe. Hallo, verpisst euch alle. Ihr wisst ihr was, wir werden jetzt einfach im Dunkeln laufen. Und jede Tür ausprobieren, die geht. Ich sehe zwar gerade auch nichts, scheiße. Das war eine scheiß Idee, das war eine dumme Toastbrot-Idee. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, nein, das ist zu abgeschlossen, abgeschlossen. Hier laufen die immer noch rum. Oh Gott, ich habe mich gerade voll erschreckt. Oh Gott. Ich soll mich nicht mehr so erschrecken, okay. Oh, zum Glück. Wir sind erstmal in einem sicheren Raum mit einem Safe Point, einem Speicherpunkt, wie es ausschaut. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, ich habe eine Tür ausgelassen. Wir haben eine Tür ausgelassen. Ich weiß nicht, ob wir zurückgehen sollten, aber erstmal werden wir kurz diesen Raum hier erkunden. Da ist eine Bahre, aber keine gewöhnliche Bahre. Die sieht mehr aus wie ein Altar. Brennende Kerzen, ein Messer... Und ist das der Geruch von Blut? Haben Sie dieses Bild angebetet? Oder etwas in diesem Bild? Ach so, ja, da sehen wir so einen blutigen Streifen. Diese Kerzen haben sich nicht gerade selbst angezündet, oder? Heather, weißt du nicht das Neueste? Wenn Uri Geller hier rumstreift, oder Vincent, keine Ahnung... Denn passieren immer solche Geschehnisse. Da liegt irgendeine komische Bottle, Flasche, aber egal. Der Titel lautet Verlorene Erinnerung, Lost Memories. Oh, ein ganz, ganz gruseliges Wort, ein Charakteristikum. Nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt, ist das rituelle Opfer. Bringe Gebete da und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl. Tränke den Altar mit dem Blut, das rot aus dem Herzen spritzt, um Gott zu preisen und Treue zu bekunden. In einem anderen Opferritus, im gleichen Buch beschrieben, wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Dies war eine würdevollere Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden.
Bei den Religionen in dieser Region findet sich kein mit der Verbrennung auf den Scheiterhaufen vergleichbarer Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Oh, okay, also wie wir sehen, haben wir hier gerade ein Buch gefunden, was über Riten und Mysterien so ein bisschen aufklärt. Kerzen haben sich von selber angezündet. Ein Bett ohne Matratze steht hier, darauf kann man super gemütlich schlafen und wir werden zurückgehen und mal schauen, was in diesem Raum jetzt war, ob wir in diesen Raum reingehen können.